Wir reiten heute zum ersten Mal das neue Championat auf der Rennstrecke der Baroness. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt gleich mega gespannt, wie lange es dauern wird, bis die Gruppen zusammengestellt sind. Hier ist echt viel los. Ich mache mir jetzt keine großen Hoffnungen auf den Sieg, denn ich habe mir jetzt einfach nur schnell Candy Girl geschnappt. Und die ist ja noch nicht ausgelevelt. Die ist Level 10. Champi-Ausrüstung hat sie aber drauf. Aber ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie es laufen wird. Ich hatte einfach nicht mehr die Zeit, noch ein Pferd fertig zu machen. Ich habe mich jetzt gerade eben in den letzten 5 Sekunden angemeldet. Ich bin nämlich vor, ich glaube, lasst mich nicht lügen, 8 Minuten erst nach Hause gekommen. Alles kurz vor knapp, aber hey, ich habe es noch geschafft. Yay. So. Ich bin in Championatsgruppe 8. Okay, das ist richtig krass. War aber zu erwarten bei einem neuen Championat. Und jetzt bin ich mal gespannt. Da übrigens der Champi-Plan ja eigentlich schon voll ist, was Championate angeht, ist jetzt die Rennstrecke zur halben Stunde reingekommen, dreimal am Tag. Mittwochs um 9.30 Uhr, um 15.30 Uhr, wo ich jetzt gerade reite, und um 18.30 Uhr. An den anderen Tagen sind es natürlich andere Zeiten, aber auch immer zur halben Stunde. Die Gruppe ist übrigens sehr, sehr klein, fällt mir gerade mal auf. Das sind tatsächlich alle hier. Wir sind nur zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wahrscheinlich auch deswegen so unheimlich viele Gruppen. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie das Championat abläuft. Es ist ja doch hier... Ich weiß nicht, darf ich da durchreiten durch die Person oder nicht? Oh, hört mal. Hier ist der Wassergraben gerade gewesen. Hier können wir tatsächlich eigentlich nur abkürzen, indem wir auf der Innenlinie reiten. Auf der Innenbahn. Und wir müssen die Hindernisse alle gut nehmen, damit nichts schief läuft hier. Ich bin mal gespannt. Was haben wir denn jetzt? Oha! Eine Ölspur! Okay, darauf war ich jetzt nicht gefasst. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Okay, krass. Boah. Okay, der zweite hat mich aber irgendwie nicht mitgenommen. Obwohl es eigentlich so wirkte, als müsste er das. Okay, das ist echt interessant gemacht. Das ist super interessant gemacht hier. Also mit sowas hätte ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Ich meine, es war ja irgendwie klar, dass es mehr sein muss als nur einmal um die Rennstrecke herum. Aber wie das jetzt hier abläuft, okay. Finde ich aber cool. Eine interessante Lösung. Ah, hier hätte ich links abkürzen können über den Baumstamm. So. Und jetzt müssen wir nochmal die Rennstrecke reiten über das Öl. Oh Gott, oh Gott. Und mit den Baggern hier. Oha, das war beim Monsterleck gerade. Hier hört aber die Ölspur dann tatsächlich auf. Ich denke mal jetzt noch einmal rum und dann ins Ziel. Lauf, Candy, lauf. Oh nein, auf den letzten Metern sind wir noch überholt worden, nochmal auf den zweiten Platz abgerutscht. Schade, aber ich kann euch auch direkt noch eine Schleife präsentieren. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Sehr gut gelungenes Championat, finde ich. Und unerwartet.